Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Reaction. Wir haben ja schon über das Thema Schlaf gesprochen und haben ein Video vom Dr. Bauhof, peinlich, Dr. Bauhofer heißt er, angeguckt. Ich selber habe ja schon über Melatoninspray gesprochen. Tja, ich bin ein Koffein-Junkie. Ich habe mich sehr runtergeschraubt, aber es gab Zeiten, wo ich richtig viel Kaffee und Energy Drinks gebechert habe. Also da bin ich jetzt harmlos mit meinen 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag. Aber die müssen schon sein. Und ich bin halt ein Mensch, wenn ich von jetzt auf gleich das Koffein weglasse. Ich habe ja schon zweimal jetzt für, was für einen Monat, weiß schon nicht mehr. Aber mein Minimum für eine Woche Koffein sein gelassen und das ist mir sehr schwer gefallen, weil irgendwann bei mir dann sehr schnell dieser Clusterkopfschmerz eingesetzt hat. Das ist eine Entzugserscheinung. Jetzt ist es nicht mehr ganz so präsent, wenn ich es absetze, weil ich nicht mehr so viel Koffein zu mir nehme wie früher, aber es ist trotzdem nicht zu verkennen, wer mal versucht hat, ohne Koffein klarzukommen, der wird es ja schnell merken. Und Tein ist ja im Endeffekt das Gleiche. Das hat man ja vorher unterschieden, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Simplicissimus hat ein Video über Koffein gemacht. Das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Ich habe es schon im Voraus angeguckt, aber mein ADHS-Kopf hat da nicht so wirklich aufgepasst. Und wir werden das jetzt einfach zusammen nochmal angucken, weil das eben auch so eine Thematik ist, die wunderbar hierher passt. Lasst uns einfach loslegen. 20. Oktober 1909. Eastridge, Tennessee, direkt an der Grenze zu Georgia. An der Straße hat sich ein Team an FBI-Agenten positioniert. Sie sollen einen Truck mit gefährlicher Ware abfangen. Bei Grenzübertritt halten sie den verdächtigen Lastwagen an. Kurzerhand beschlagnahmen sie die komplette Ladung. 60 Fässer Coca-Cola-Sirup. Der Inhalt sei mit einem süchtig machenden und gesundheitsschädlichen Stoff gepanscht. Koffein. 100 Jahre später sieht die Welt ziemlich anders aus. Starbucks, Monster, Club Mate und Pillen. Mindestens 80. Also ich bin total anfällig auf Club Mate. Also ich hasse Red Bull, zumal mal in meiner Jugend, weiß nicht, ob man das immer noch trinkt, Wodka Red Bull sehr viel gesoffen hat. Ich ertrag den Geruch noch nicht mal. Also geschweige denn, sowas würde ich nicht trinken. Aber es gibt ja genug koffeinhaltige Dinge, wie jetzt zum Beispiel Club Mate, der ja nicht ganz so süß ist und nicht nach Gummibärchen riecht und schmeckt auch. Also diese Energy Drinks von Monte, da werde ich schon mal noch testen, weil ich glaube, das sind auch so Kandidaten, die mir ganz gut gefallen werden. Gibt es, glaube ich, bei Kaufland. 80% der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Koffein. Wahrscheinlich hast du selber gerade was im Blut, kannst vielleicht nicht einschlafen und gibst dir deshalb dieses Noch Video. Nicht. Monster Noch Energy. Nicht. Put it in your body and ask questions later. Ein Wissenschaftler nennt unseren Koffeinkonsum eine der längsten und größten unbeaufsichtigten Drogenstudien in der Geschichte der Menschheit. Und obwohl Koffein eine der meist untersuchten Substanzen der Welt ist, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Einige Konzerne haben früh begriffen, wie viel Macht in diesem weißen Pulver steckt und seine Wirkung immer wieder heruntergespielt. Also wir wissen ja jetzt schon vom Dr. Bauhofer, wenn du Probleme beim Schlafen hast, dann solltest du um 14 Uhr aufhören mit Kaffee trinken. Ne? Also alles, was davor passiert, okay, aber um 14 Uhr solltest du aufhören mit Kaffee trinken. Jetzt haben wir natürlich so eine Kaffeetrink Kultur, man geht so 15, 16 Uhr erst Kaffee trinken, man macht es auch im Büro erst so, wobei ich im Büro damals durchgehend Kaffee getrunken habe. Also stellenweise nichts anderes und da war zum Teil sogar mein Urin braun, fast so ein bisschen braun, so, weil ich so viel Kaffee getrunken habe. Also ich habe es echt übertrieben.
Koffein ist ein globales Milliardenbusiness. Wie hat eine heute so selbstverständliche Droge die ganze Welt erobert? Und welche Gefahren bringt das mit sich? The world's most widely used mood-altering drug. Is the coffee all right? Nothing like a coke. Nicht nur Energy Drinks und Kaffee. Wie mögt ihr eigentlich die neue Stimme von Simplicissimus? Das ist der andere noch. Aber ab und zu hört man ja auch diese andere Stimme. Wie findet ihr die? Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Kaffee können deinen Schlaf beeinflussen. Eine durchgelegene, versiffte Matratze mit einer viel zu starken Feder im Rücken ist auch nicht gerade optimal. Hier kommt Emma ins Spiel. Bei Emma gibt es alles, was man für einen erholsamen Schlaf braucht. Die Schaummatratzen sind super bequem und fördern ergonomisches Schlafen. Es gibt verschiedene Härtegrade, perfekt für jeden Schlaftypen. Wer bei dem heißen Wetter außerdem viel schwitzt, kann sich bei Emma über abnehmbare Bezüge freuen. Die kann man einfach in die Wäsche schmeißen. Außerdem gibt's passend zum Sommer Topper und Kissen mit kühlendem Graphitschaum und kühlenden Bezügen. Neben Matratzen hat Emma auch noch Bettwäsche, Decken, Betten und viele weitere Produkte rund um den Schlaf. Bis zum 17.08. sind viele Emma-Produkte um bis zu 45% reduziert. Mit dem Code SIMPLI gibt es noch einmal zusätzliche 5% Rabatt. Der Code ist auch nach dem Sale noch 6 Monate lang gültig. Der Versand ist bei allen Produkten kostenlos. Checkt den Emma-Shop gerne mal ab. Ein Link ist in der Beschreibung. Koffein ist weird. Pflanzen benutzen Koffein, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Man findet es in Kaffeebohnen, Kakaobohnen und Teeblättern. In reiner. Also das wusste ich ja auch noch nicht. Also das ist ja krass. Also eigentlich ist es ein Selbstschutz. Und wir nutzen es halt darum, wach zu werden oder wach zu bleiben. Aber also in meinen heftigsten Phasen hat mich Koffein nicht mehr aufgeweckt, sondern ich war halt nur süchtig. Bei mir hat das mit dem Koffein angefangen, als ich mit Rauchen aufgehört habe. Das war so mein Ersatzgift. In einer Form ist es ein weißes Pulver, schmeckt bitter und leicht seifig. Ein 1/16 Teelöffel macht dich morgens gut wach. Ein 1/4 Teelöffel führt zu Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen. Ein Esslöffel davon würde dich umbringen. Also was ich nicht alles... Früher, als ich mein Auto noch hatte und weggegangen bin, gab es in dem Club, wo ich immer hingegangen bin, Wasser mit Koffein. Also es war Wasser, aber koffeinhaltig. Boah, wie hieß denn das nochmal? Hey, ich habe keine Ahnung mehr. Ich hatte keinen Bock auf dieses Red Bull-Zeug und so und dann habe ich Wasser mit Koffein getrunken. Ein moderater Kaffeekonsum kann aber sogar gesund sein. Er senkt das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Parkinson, Demenz und wahrscheinlich sogar Depressionen. Also die Frage ist halt, was ist moderat? Aber ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist moderat. Die Menschheit liebt Koffein. Und das bereits seit mehreren Jahrhunderten. Europa im Mittelalter. Espresso ist einfach nur das italienische Wort für schnell und Monster sind noch richtige Monster. Zum Frühstück gibt es eine kräftige Biersuppe, zur Mittagspause ein Glas Bier und zum Abendbrot natürlich Bier. Alle trinken Bier, immer. Nicht unbedingt wegen des Alkohols, sondern weil es viel keimfreier ist als Wasser. Der durchschnittliche Engländer trinkt 3 Liter pro Tag, Kinder mit eingeschlossen. Im 16. Jahrhundert verwundert ein heißes, schwarzes Getränk aus dem Nahen Osten die Europäer. Es sieht anders aus als Bier, es schmeckt anders als Bier und es hat eine andere Wirkung als Bier. Kaffeetrinker gelten bald als produktiv und bürgerlich, Biertrinker hingegen als faul und gemütlich. In London gibt es im Jahr 1700 bereits 3000 Kaffeehäuser. Dort blühen Handel, Literatur, Wissenschaft und Philosophie auf. Einige Historiker behaupten sogar, dass die Aufklärung... Ich glaube so, dieses Kaffeetrinken, weil ich liebe Kaffee, ist auch so ein bisschen Kultur, so ein bisschen... Ach, da hängt so viel dran. So, es gibt ja auch diese Kaffeehausbücher, so mit diesen Bildern, Fotografien und so. Das ist so eine ganz eigene Stimmung in so Cafés. Also, wer gerne in Cafés geht, der weiß das. Ich liebe das ja, mag das total gerne. Auch wenn wir hier in meiner Stadt nicht ganz so viele haben, aber ich lieb's. Ich bin gestern wieder in Ravensburg an ein paar vorbeigelaufen. Hab mir so überlegt, hätte ich nicht irgendwie Bock und so. Aber da war halt auch alles voll und ich, also diese ganze Kultur drumherum mag ich halt echt gerne.
Modernisierung und Industrialisierung ohne Kaffee nicht möglich gewesen wären. Gleichzeitig ist Kaffee damals extrem umstritten. Charles II. Glaubt, dass sein Volk auf Kaffee seinen Umsturz planen könne. Kurzerhand spricht er ein Verbot aller Kaffeehäuser aus. Der Aufruhr ist so gewaltig, dass er das Verbot nur wenige Tage später zurücknimmt. Friedrich der Große verbietet Kaffeeröstereien. Um gegen den aufblühenden Schwarzmarkt vorzugehen, stellt... Hey, diese Videos sind so aufwendig von Simplicissimus, das ist halt einfach krass. Ihr findet das Original unter dem i und die i-Geschichten, die kann man auf der Seite aufklappen, aber man findet sie unter dem Video. Also das aufgeklappte geht jetzt unten auf. Der preußische König 400 sogenannte Kaffeeschnüffler ein, die illegale Kaffeeröster aufspüren sollen. Nach seinem Tod wird das Verbot direkt wieder aufgehoben. Kein Koffeinverbot hatte in der Geschichte der Menschheit langfristig Erfolg. Dafür hat auch der größte Getränkehersteller der Welt höchstpersönlich gesorgt. Coca-Cola wurde von einem Apotheker namens John Pemberton erfunden und zunächst als Arzneimittel beworben. In der Hey, was früher nicht alles Arzneimittel zuerst war? Und vor allem, man darf nicht vergessen, von was Coca-Cola seinen Namen hat, ne? Also, dass das früher auch noch drin war. In der Werbung heißt es damals, es würde Kopfschmerzen, Hysterie und Melancholie heilen. Aber es hat vor allem einen Vorteil. Es macht wach, weil Kokain und Koffein drin ist. Das Kokain richtig muss Coca-Cola bald entfernen. Aber Koffein ist weiter drin. Und zwar reichlich. Das Getränk enthält Anfang des 20. Jahrhunderts so viel davon wie heutige Energy-Drinks. Einem Mann ist das Koffein von Anfang an ein Dorn im Auge. Harvey Washington Wiley. Er ist der Chef des Bureau of Chemistry, Vorläufer der mächtigen Lebensmittelbehörde FDA. Er kann nicht fassen, dass schon vierjährige Kinder Cola trinken. Seiner Meinung nach ein Stoff, der genauso abhängig mache wie Opium. Er erklärt Coca-Cola kurzerhand den Krieg und beauftragt das FBI, eine Ladung des Teufelszeugs zu beschlagnahmen. Es kommt zu einem spektakulären Gerichtsprozess, der wegweisend für koffeinhaltige Getränke sein wird. Ganz Amerika schaut zu. Die bald mächtigste Regierung der Welt gegen den bald größten Getränkehersteller der Welt. Wiley und seine Behörde berufen mehr als 20 Zeugen, darunter Ärzte, Wissenschaftler und regelmäßige Cola-Trinker. Im Schlusswort sagen sie selbstsicher, Koffein ist eine Droge mit Tendenz zum Giftigen. Aber wir befinden uns ja immer noch in dieser Langzeitstudie, aber wenn man sich überlegt, dass das kleine Kinder schon getrunken haben. Also ich habe es früher als Kind auch geliebt, aber ich habe diese Kinder-Cola geliebt. War ja schon klar, dass du die andere nicht trinken konntest. Ne? Also heute ist man, in der heutigen Generation ist er dann ja auch noch schlauer, keine Kinder-Cola zu kaufen mit viel Zucker oder Austauschstoffen. Das sollte man dann natürlich auch nicht machen, aber ich habe Kinder-Cola geliebt. Cola gibt kurzerhand selbst eine Studie in Auftrag, da es zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Koffeinstudien an Menschen gibt. Sie engagieren einen jungen Psychologen, geben ihm einen Haufen Geld und lassen ihn in wenigen Wochen etliche Experimente durchführen. Der junge Wissenschaftler liefert entlastende Ergebnisse. Sein Fazit vor Gericht: Koffein ist unbedenklich. Besser noch, Koffein wirkt physisch und psychisch leistungssteigernd. Jackpot. Coca-Cola gewinnt. Später gibt es aber noch eine außergerichtliche Einigung und Coca-Cola reduziert seinen Koffeingehalt. Was aber in der Öffentlichkeit hängen bleibt, Coca-Cola gewinnt. Und Koffein ist eine Wunderdroge ohne Nebenwirkungen. Und so beginnt ein Jahrhundert des hemmungslosen Koffeinkonsums. Red Bull verleiht Flügel. Edusho, Jacobs und Chibo dominieren in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg den wachsenden Kaffeemarkt. In den USA trinkt man schwarzen Filterkaffee oder koffeinhaltige Softdrinks. Als Starbucks in den 90ern richtig Fahrt aufnimmt, läuft das Unternehmen dem langweiligen Filterkaffee den Rang ab. Ich war immer noch nicht ein einziges Mal bei Starbucks und ich habe auch so ein bisschen Schiss, dass mich das anfixt. Ich war noch kein einziges Mal bei Starbucks. Na, also, nee. Du kannst da ja, kriegst da ja echt alles mit Kaffee, so, ne? Nee, war noch nie. Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Das Erfolgsrezept? Eine Röstung, durch die der Kaffee weniger bitter schmeckt. Zucker, Sahne und sehr große Portionen mit entsprechend viel Koffein. Und als man da...
Entschuldigung, bin heute ein bisschen fettisch. Was ich nicht so mag, Italiener lieben es ja so ein bisschen, so Kaffee so extrem zu rösten. Und dann wird der so säuerlich. Das mag ich nicht, weil ich trinke Kaffee halt ohne Milch. Ich trinke den halt schwarz. Und am liebsten halt so doppelte Espressis. Und ich mag auch eher so milderen, aber er darf trotzdem kräftig schmecken. Also ich habe immer mal wieder einen, der so ein bisschen schokoladiger ist. Achte, es könnte nicht noch mehr Koffein und Zucker in ein Getränk passen, betreten Energy Drinks die Bühne. 1987 kommt die erste Red Bull-Dose auf den Markt. 10 Jahre später gibt es unzählige Anbieter, die sich mit immer größeren Dosen und noch mehr Koffein übertrumpfen. Teils gibt es 700 Milliliter Dosen. Und ehe man sich versieht, ist es 2023 und Koffein ist überall. Eine hunderte Milliarden schwere Industrie. Mittlerweile sind 100 Jahre vergangen seit Coca-Colas Gerichtsprozess. Und in der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die Wunderdroge vielleicht doch ein paar Nebenwirkungen hat. Eins vorweg, Koffein ist keine gefährliche Teufelsdroge. Es ruiniert keine Leben, zerstört keine Familien. Es gibt zwar Fälle von Koffeinvergiftungen, Notaufnahmen und sogar Todesfällen, aber die sind extrem selten. Laut Experten kann man als Erwachsener jeden Tag unbedenklich 4 Tassen Kaffee oder 2 Monster Energy trinken. Also ich bin demnach noch im Rahmen des... Also ich trinke 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag. Okay, diese 2 Monster Energy nicht noch zusätzlich. Als Jugendlicher ungefähr halb so viel oder sogar nur ein Viertel. Monster Energy ist natürlich abseits davon wegen des ganzen Zuckers turbo ungesund. Bitte trinkt nicht täglich 1 Liter Monster. Manche Menschen reagieren aber besonders sensibel auf Koffein. Sie können schon nach 1 Tasse Kaffee Herzrasen oder Schweißausbrüche bekommen. Das hatte ich nie. Freunde von mir haben zum Teil am Abend keine Cola mehr trinken können. Ich konnte immer einschlafen. Deswegen bin ich mit Kaffee so wunderbar klargekommen und Koffein. Das ist genetisch bedingt. Andere können auch nach einem doppelten Espresso zum Nachtisch scheinbar noch wie ein Baby schlafen. Die richtige Dosis ist individuell. Doch auch bei erstmal unbedenklichen Mengen Koffein gibt es versteckte Gefahren. Mögt ihr Pepsi? Ich habe, glaube ich, schon länger keine Pepsi mehr getrunken. Ich habe aber auch schon länger keine Cola mehr getrunken. Also, muss ich auch sagen. In einer Untersuchung haben Forscher Versuchspersonen einen Softdrink mit neuer Geschmacksrichtung gegeben. Einmal mit Koffein, einmal ohne. Die Personen wussten nicht, welches war. Das mit Koffein war der klare Favorit. Obwohl der Koffeingehalt von Coca-Cola und Co. so gering ist, hat es einen spürbaren Effekt. You know, at a lower level, caffeine just sort of makes you feel good. It gives you a little bit of a boost. Und schon dieser kleine Boost führt dazu, dass wir häufiger zu den koffeinhaltigen Softdrinks greifen. You might not even notice that subtle boost, but you will be more likely to pick up that product again than say an uncaffeinated product that didn't make you feel good. Das ist übrigens was ich nie verstanden habe und heute noch nicht verstehe, ist koffeinfreier Kaffee. Für mich gehört da Koffein rein. Und wenn ich Koffein nicht vertrage, dann trinke ich keinen Kaffee, sondern dann trinke ich irgendeinen Tee. Also klar, es gibt auch Tee mit Tein, / Koffein. Das gibt's auch, aber so entkoffeinierten Kaffee verstehe ich in meiner Welt nicht. Murray Carpenter, Journalist und Autor des spannenden Buches Caffeinated. Unser Körper mag Koffein so gerne, dass er unbewusst fast alles bevorzugt, wenn es Koffein zugesetzt hat. In einem Versuch haben Teilnehmer sogar koffeinhaltigen Joghurt gefeiert. Was? Koffein kann eindeutig körperlich abhängig machen. Das sagt Dr. Ja. Roland Griffiths, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet. Ich habe ja schon gesagt, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit gerne, wenn ich das absetze, in meinen schlimmsten Zeiten, wo ich halt echt viel getrunken habe, da habe ich sofort so Cluster-Kopfschmerzen gekriegt. Als ich so den ersten Versuch mal ohne Koffein, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, er hat so Kopfschmerzen über 2 Tage lang, ununterbrochen und sehr intensiv. Dazu. The drug that more people in the world are dependent on is caffeine. But it's the world's most widely used mood-altering drug. And it turns out that it does produce physical and psychological dependence. Diese leichte Abhängigkeit entstehe laut Griffiths schon bei geringen täglichen Dosen, einer kleinen Tasse Kaffee.
Und das lohnt sich für die Industrie. 8 der 10 beliebtesten Softdrinks in Deutschland und den USA haben Koffein zugesetzt. Der Stoff verleitet so unbewusst zu höherem Zuckerkonsum. Und Zucker selbst ist ziemlich ungesund. Coca-Cola behauptet, sie bräuchten Koffein für den Geschmack ihrer Coke. Tatsächlich können Bitterstoffe den Geschmack ab... Naja, aber das dürfte ja heute nicht mehr so sein. Es gibt doch diese koffeinfreie Coke. Habt ihr die mal probiert? Da habe ich mich immer schon gefragt, schmeckt das anders? Aber es ist bei mir bei Coca-Cola ohne Koffein genau das Gleiche. Dann trinke ich halt keine Cola, ne? Abrunden. Allerdings könnte Coca-Cola auch jede andere bitter schmeckende Substanz benutzen. Vielleicht eine, die nicht schon in kleinen Mengen so ein bisschen abhängig macht. Ja. Wissenschaftliche Blindverkostungen haben außerdem ergeben, dass die allermeisten Menschen Koffein in Coca-Cola nicht erschmecken können. Wider besseren Wissens hält der Konzern an dem Geschmacksargument fest. I think when Coca-Cola has said that, I would have to say it's disingenuous, because Coca-Cola scientists know full. Aber es gibt doch jetzt diese koffeinfreie Cola. Also, keine Ahnung. Oder gibt's die in Amerika nicht? Well, everything that we know about caffeine. Energy Drinks haben genauso viel Zucker wie eine Coke, dafür aber 3-mal so viel Koffein. Für die meisten Erwachsenen ist das, wenn sie es nicht übertreiben, kein Problem. In Europa konsumieren allerdings 2 von 3 Jugendlichen und sogar jedes 5. Kind Energy Drinks. Minderjährige vertragen Die Pülferchen sind halt ein Problem, ne? Also fertige Dose, okay, trink mal einen Liter Monster, das musst du auch erstmal schaffen, ne? Aber die Pülferchen, die du halt überall bestellen kannst, so, das ist halt auch das Problem. Koffein viel schlechter als Erwachsene und sind deutlich empfindlicher. Studien zeigen, dass zu viele Energy-Drinks für Jugendliche und Kinder wirklich schädliche Nebenwirkungen haben können. Dann wurden bei diesen jungen, gesunden Erwachsenen adverse Effekte beobachtet, also wie Herzrasen, Angstzustände, Nervosität. Und das ist nicht zu verkennen, ne? Also ich war ja jetzt sehr lange mit der Schilddrüse falsch eingestellt, was ja auch zur Nervosität führt. Und dann kam mein Kaffeekonsum auch noch dazu. Und dadurch hatte ich ja auch Panikattacken. Ne? Also das ist nicht zu verkennen. Und wenn jemand Kaffee nicht so gut verträgt, dann kennt er das auch, dass er Herzrasen, Nervositäten, also nervös wird und so. Also da dreht der Körper schon so ein bisschen durch. Und auch Veränderungen im EKG. Es gibt viele Hinweise, dass langfristiger Energy-Konsum bei Kindern und Jugendlichen zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Leider gibt es aber noch keine abgeschlossenen Studien dazu. Verbraucherschützer und Kinderarztverbände fordern unter anderem deshalb strengere Regeln. Ja. Dazu gehören zum Beispiel Werbeverbote von Energy-Drinks an Jugendliche und besonders Kinder. Diese Gefahren von koffeinhaltigen Getränken wurden lange nicht ernst genommen. Auch dank der jährlich millionenschweren Lobbyarbeit von Softdrink- und Energydrink-Konzernen. Eine der wichtigsten Lobbygruppen ist die American Beverage Association, die 1919 gegründet wurde. Dahinter stecken Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper und viele weitere. Sie finanzieren Wissenschaftler, die ihre Sicht auf Koffein und... Naja, das ist so das meiste Beispiel an... Interessenskonflikt. Also im Schwäbischen gibt es ja das Wort Geschmäckle. Wenn ich da sehe, dass sich halt die 3 Größten da zusammentun und dann Studien finanzieren, dann wissen wir ja, was die Studien aussagen wollen, ne? Also. Und Zucker bestätigen. Die Gruppierung argumentiert zum Beispiel gegen eine härtere Regulierung von Energy Drinks in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Was ein Wunder. Lobbyarbeit, eine leichte Abhängigkeit und vor allem die wachmachende, leistungssteigernde Wirkung. All das hat zum Siegeszug von Koffein beigetragen. Warum sollte man ein Wundermittel, mit dem man auf Knopfdruck produktiv werden kann, hinterfragen? Koffein ist perfekt für unsere hyperschnelle, leistungsbetonte Zeit. Es ist aber auch eine Zeit, in der das Abschalten für viele immer schwieriger wird. Man vergisst es zwar schnell, aber körperliche und geistige Erholung sind extrem wichtig für unser Wohlbefinden. Ja. Und Koffein kämpft teilweise aktiv dagegen an. Ja. Koffein blockiert die Aufnahme des Botenstoffs Adenosin. Adenosin sagt uns, dass wir müde sind. Auf Koffein kommt diese Nachricht nicht an. Der Körper will sich eigentlich ausruhen, wir fühlen uns aber wach. Und das ziemlich lange. Etwa 5 Stunden nach einer Tasse Kaffee hat uns... Das hatten wir ja schon, ne? Also da ist es 13, 14 Uhr ungefähr und
Ja, also spätestens 14 Uhr solltest du eigentlich, wenn du Probleme beim Schlafen hast, aufhören. Und da ich ja Schlafprobleme auf zwei Beinen bin, also ich habe mir halt morgens auch abgewöhnt, den Morgenkaffee zu trinken, weil das vom Magen her für mich auch schwierig ist. Ich habe alles in mich reingekippt, ob der Kaffee gut war oder schlecht war, hat echt Koffein-Junkie so. Unser Körper erst die Hälfte des konsumierten Koffeins abgebaut. Und nach 12 Stunden ist immer noch ein Viertel der Dosis in Krass. unserem System. Wenn du dir um 14 Uhr einen großen Latte reinballerst, hast du um 2 Uhr nachts noch das Äquivalent einer. Also, schwarzer Kaffee baut sich schneller ab, übrigens, wie Milchkaffee, weil durch die Milch und das Fett, das langsamer abgebaut wird, das ist auch krass. Halben Dose Red Bull Intus. Koffein führt dazu, dass du später einschläfst und auch früher aufwachst. Und es zerpflückt deinen Tiefschlaf, die Schlafphase, die am Ja. wichtigsten und erholsamsten ist. Morgens wachen wir dann müde auf, obwohl wir solide 7 bis 8 Stunden geschlafen haben. Und was hilft gegen die morgendliche Müdigkeit? Oh shit, here we go again. Viele trinken Kaffee am Morgen, um ihr kaffeebedingtes Ich Schlafdefizit hab's auszugleichen. mir Kaffee abgewöhnt. ist oft die Lösung für das Problem, das er selbst geschaffen hat. You can get into a sort of vicious cycle with caffeine, for sure. Ein temporärer Kaffeeentzug fällt den meisten Menschen zwar leicht, aber es gibt dennoch deutliche Entzugserscheinungen. Unter anderem Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Konzentrations. Bei mir war das. Oh Gott, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder Kopfweh. Also ich hatte das so permanent krasse Kopfschmerzen. Das war, boah, pfui. Wirklich. Hat jemand von euch schon mal probiert, wirklich eine Zeit lang kein Koffein zu sich zu nehmen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Schwierigkeiten. Sie können bereits nach 12 Stunden Ja. auftreten und dauern 5 bis 7 Ja. Tage an. Vor ein paar Jahren wurde Koffeinentzug sogar als psychisches Krankheitsbild in das Verstehe ich. diagnostische Verstehe Handbuch ich. US-amerikanischer Psychiater aufgenommen. Mehrere Studien deuten außerdem darauf hin, dass Menschen mit hohem Koffeinkonsum langfristig anfälliger für Müdigkeit sind. Ja. Für den gleichen Effekt müssen sie immer mehr Koffein Ja. konsumieren. Für einen gesunden Schlaf empfehlen Experten, Eliminating caffeine, say 6 or 7 hours before bedtime, seems to be a very good habit. Koffein begann als ein Versprechen. Eine Gesellschaft der Besoffenen wurde zu einer Gesellschaft der wachen, klar denkenden, produktiven Kaffeetrinker transformiert. Internationale Großkonzerne nutzen die abhängig machende Wirkung, um trinkbaren Zucker noch attraktiver zu machen. Sie Ah, verschleiern, wirklich? spielen herunter und betreiben Lobbying. Dazu nehmen sie auch in Kauf, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen potenziell zu schädigen. Heute ist Koffein die Droge unserer Zeit, ohne krasse Nebenwirkungen. Doch der subtile Beigeschmack von Koffein ist immer: Du musst dich nicht ausruhen, wenn du müde bist. Trink doch einfach einen Kaffee. Dabei ist es extrem wichtig, ab und zu mal auf die eigene Müdigkeit zu hören und abzuschalten. Cheers. Ah, ich liebe dieses Cheers immer am Schluss. So, wie ist es bei euch mit dem Kaffee? Erzählt mir das gerne mal unten in den Kommentaren. Also, ich bin da sehr anfällig, was Süßstoffe betrifft, muss mich da eben ein bisschen einschränken und ich trinke halt 2 bis 3 Tassen am Tag, was ja für viele auch schon recht viel ist. Und dann trinke ich halt eben Kaffee ohne Milch meistens. Mal davon abgesehen, ich mag keine Pflanzendrinks im Kaffee, mag ich nicht so. Und nur ganz wenige, mit denen mache ich mal ab und zu irgendwie einen Eiskaffee oder so, aber sonst eher wenig. Und ich versuche halt wirklich und möchte halt gucken, dass ich halt um 14 Uhr aufhöre mit Kaffee trinken. Also spiele ich jetzt bis um 14 Uhr. Kommen bei mir zweimal Kaffee vor, einmal einen doppelten Espresso nach Mittagessen und dann halt nochmal. Aber den dritten meistens auch nicht regelmäßig. Also ich bin in einem normalen Rahmen. Hast du auch einen normalen Rahmen? Ich habe schon von einigen gehört, die da halt wirklich kannweise trinken. Das war ich halt früher auch. War ich halt früher leider auch. So, falls ihr Videos habt, die ich angucken soll, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ihr findet unter meinem Video eben, da ist ja jetzt das i aufgelistet,
das Originalvideo, den Kanal zu Simplicissimus und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.